Lenka Rutzitschkova. Ich bin 19 Jahre alt. Ich arbeite im Ärztere Pflegezentrum in Hutturm. Ich mache gerade eine Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen und bin im dritten Lehrjahr. Mir war der Umgang mit Menschen besonders wichtig, vor allem jemandem zu helfen. Und da war mir einfach der Kontakt zu älteren Menschen dann wichtiger. Liegt vielleicht auch ein bisschen in der Familie. Ich habe es mir einfach so angeschaut im Praktikum und habe mich dann direkt dafür entschieden. Viele von der Pflege haben die Ausbildung mit mir begonnen. Die kenne ich auch von meinen Geschwistern, weil die miteinander in der Schule gegangen sind. Und ich wohne auch direkt neben der Arbeit. Also ich liebe es, wenn ich auf die Bereiche gehen kann. Vor allem, weil ich dann auch Bewohner kennenlerne, die bettlägerig sind oder halt eben nicht so oft an der Verwaltung vorbeikommen. Ich habe zum Glück sehr viel Abwechslung drinnen. Also ich darf auch mal Cafeteria übernehmen im Nachmittag, dass ich Kaffee und Kuchen ausgebe. Ich darf auch zum Abendessen auch mal auf eine Station gehen und Abendessen ausgeben und so weiter. Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Ich habe auch mit meiner Heimleitung darüber gesprochen. Und sobald ich mal ausgelernt bin, darf ich auch mal in die Pflege reinschnuppern, dass man das dann einfach mehr zusammenfügt, auch mit der Betreuung. Man muss halt einfach die Erfahrung dazu dann einfach erklären. Und was ja in meinem Betrieb ja schön ist, die Abwechslung und das einfach hinlegen. Und dann sind die meisten eh schon, ja okay, ich hätte jetzt gedacht, du tust nur Kaffee trinken und Computer schreiben. Aber so ist es halt nicht. Das Schönste ist, was mir aufgefallen ist, in der Verwaltung im Seniorenzentrum zu arbeiten, dass ich dadurch auch meine Persönlichkeit geändert habe. Dass ich jetzt auch in meiner Freizeit viel darauf geachtet habe, ob Menschen in meiner Umgebung Hilfe brauchen, ob es ältere Menschen sind oder junge Menschen. Das hat mir einfach die Augen dadurch geöffnet, seitdem ich dort bin.